Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spreche ich mit euch über Tabletop-Nostalgie. Früher war alles besser. Das kennen wir, oder? Also das hat jeder von uns irgendwie in irgendeinem Kontext schon mal gedacht. Und mir ist genau dieser Gedanke kürzlich erst gekommen, als ich die Kommentare zu meinem letzten Video zu H.G. Wells gelesen habe, wo einige von euch, worüber ich mich sehr gefreut habe, ein bisschen erzählt haben, wie denn für sie ihre eigene kleine Tabletop-Geschichte eigentlich angefangen hat. Und wir haben festgestellt, da gibt es einige Überschneidungspunkte. Ich habe auch schon in der Vergangenheit mal bei meinem Video zum Thema Was ist Bier und Brezel Tabletop so über meine eigene Gamer-Biografie gesprochen. Und da gab es so ein paar Sachen, die sind bei vielen von uns sehr ähnlich gelaufen. Und mir ist dann aufgefallen, dass mir einige von diesen Dingen, die ich hatte, als ich mit dem Hobby angefangen habe, das sind über 15 Jahre jetzt schon, dass mir da einige Sachen fehlen. Und zwar sehr fehlen irgendwie. Und ich konnte das zuerst gar nicht so richtig festmachen, was sich eigentlich geändert hat, seitdem ich mit dem Hobby angefangen habe. Und ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht und ich habe für mich persönlich mal wieder drei Punkte so ein bisschen identifiziert. Ich spreche jetzt da über meine ganz persönlichen Erfahrungen, meinen ganz persönlichen Bezug zu dem Hobby und wie das für mich angefangen hat. Ich mache das ganz bewusst, weil ich auch von euch gerne hören möchte, was euch eigentlich fehlt im Vergleich zu früher, was eure ganz persönliche Tabletop-Nostalgie ist, was ihr gerne wiederhaben wollt oder wo ihr denkt, vielleicht verklären wir da auch die Vergangenheit so ein bisschen. Aber wie gesagt, jetzt kommen meine ganz persönlichen drei Nostalgiepunkte. Und anfangen möchte ich gerne mit was, da bin ich mir ziemlich sicher, da habe ich einige Überschneidungspunkte mit den meisten von euch, und das ist die Zeit. Früher hatte ich mehr Zeit fürs Hobby. Und es klingt jetzt bestimmt super komisch von jemandem, der 3 Videos die Woche zu seinem Hobby produziert und irgendwie auch noch die Zeit findet, tatsächlich sein Hobby auszuleben zwischen diesen Videos. Aber irgendwie war es früher anders. Früher, also heute, muss ich mir die Zeit nehmen. Und es haben ja einige von euch schon öfters mal gefragt, Tobi, wie machst du das? Wie kriegst du so viele Videos raus? Hast du überhaupt noch ein Privatleben? Und die Antwort ist, irgendwie nicht so. Also ich mache vor allem gerade Videos und die Videos sind mein Hobby momentan. Und die Videos, die ich mache, sind vor allem auch für mich ein Anreiz, mir Zeit für mein Hobby zu nehmen. Und ihr hört schon raus, es geht darum, ich nehme mir diese Zeit. Von der wenigen Zeit, die mir neben dem Beruf und neben anderen Freizeitaktivitäten bleibt, nehme ich mir diese Zeit für mein Hobby. Und früher war das eben anders. Früher hatte man die Zeit einfach. Also die war einfach da und man konnte sich einfach aussuchen, womit man sie füllt. Und in meinem Fall und in dem Fall von meinen Freunden und mir haben wir uns die Zeit einfach fürs Hobby genommen. Also wir haben tagelang gespielt, wir haben uns, habe ich früher schon mal erzählt, wir haben uns morgens getroffen, mittags haben wir irgendwie noch was gegessen, haben weitergespielt und dann wirklich bis spät in die Nacht haben wir gespielt. Zwischendurch haben wir uns zusammengesetzt, haben gemalt, wir haben ganze Ferien damit verbracht, Gelände zu basteln und wir sind da richtig aufgegangen da drin. Da haben sich wirklich auch Freundschaften gebildet, da hat sich eine Gruppe gebildet und wir waren immer gemeinsam unterwegs. Wir sind gemeinsam am Samstag zum Games Workshop nach Stuttgart gefahren, haben da den Tag zugebracht, sind da dann zwischendurch mal zu McDonald's, sind aber wieder zurück. Wir haben da unsere Rucksäcke abgeladen und das war irgendwie eine andere Zeit. Man hatte halt diese Zeit und man hatte das Gefühl, man hat ganz viel davon zur Verfügung. Und das ist heute irgendwie nicht mehr so. Heute muss ich mir immer überlegen, okay, wenn ich jetzt was vorhabe, wenn ich jetzt heute Abend spielen will, dann frage ich am besten kurz meine Frau, ob wir nicht noch was anderes zu tun haben. Dann muss ich gucken, hat denn mein Partner, mit dem ich spielen will, hat der denn überhaupt Zeit? Am besten plant man das Ganze noch ein bisschen im Voraus. Sagen wir mal, so 1 bis 2 Wochen sollten schon drin sein, damit man das so ein bisschen in den restlichen Wochenplan so einarbeiten kann. Und vielleicht haben wir dann Glück und es passt tatsächlich und es kommt nicht noch kurzfristig was dazwischen. Früher war es dann halt einfach so, ey, hast du Zeit zum Spielen? Ja, alles gleich, komm gleich rüber. So war das halt früher. Deswegen, früher hatte ich mehr Zeit.
Und der zweite Punkt ist, früher hatten wir wenig Ahnung. Oder sagen wir mal weniger Ahnung. Und das klingt auch wieder so ein bisschen komisch, das als positiven Punkt herauszustellen. Aber wenn man sich so überlegt, wir hatten echt brutal wenig Ahnung von dem, was wir da gespielt haben. Wir haben unsere Figuren gehabt, die wir mal so zusammengekauft haben, die wir gekauft haben, basierend auf dem, was wir irgendwie cool fanden oder was halt gerade da war oder was günstig war. Komme ich gleich noch drauf zurück. Und haben dann halt da damit gespielt. Und es gab nicht wirklich das Internet als so eine richtig ergiebige Quelle. Zumindest haben wir das damals nicht genutzt als Quelle für Strategien, für gute Armeelisten und so weiter. Sondern wir haben einfach drauf losgespielt. Und wir haben auch eine gewisse Naivität da an den Tag gelegt. Wir haben, ich kann mich noch erinnern, wie ich teilweise in der Schule gesessen bin, in der Schulklasse, und mir so kleine Karten aufgemalt habe mit super ausgefeilten Strategien, die ich gerne bei der nächsten Schlacht ausprobieren wollte, so mit verweigerter Flanke und sowas. Und ich glaube, die gerade im Fall von Warhammer, was wir halt damals vor allem gespielt haben, war für mich eigentlich die einzige externe Strategiequelle der White Dwarf, wo dann halt wirklich so ausgefeilte Strategien wie die verweigerte Flanke drin standen und so. Aber da wurde nie wirklich darüber gesprochen, wie man möglichst optimierte Armeelisten bauen kann und sowas, sondern die waren einfach da, die waren einfach so, wie sie waren. Jeder hatte seine Figuren und wir haben halt gespielt, man hat mal gewonnen, man hat mal verloren. Irgendwie, ja, man hat sich auch noch nicht so wahnsinnig drüber aufgeregt, wenn die Würfel nicht so für einen funktioniert haben, weil man kannte ja nichts anderes. Irgendwie war man da halt irgendwie unbedarft, aber wie sagt man schön im Englischen, Ignorance is Bliss. Also Ignoranz, Unwissen ist eine Wohltat irgendwie, weil man halt nicht weiß, was man alles noch anders machen könnte. Heute ist es anders. Heute weiß man gleich, wenn ein neuer Kodex rauskommt, dann wird er erstmal komplett auseinandergenommen. Wenn ein neues Spiel, ein neues Armeebuch, ein neues Turnier, eine neue Season, eine neue Edition, alles wird gleich mega durchdiskutiert. Und das heißt nicht, dass es früher nicht auch schon gemacht wurde, aber es wurde oft in kleinerem Kreis gemacht. Also die Spielergruppen waren kleiner, waren isolierter, weil es eben noch nicht diese Kommunikationsmittel gab oder die noch nicht so viel genutzt wurden. Und heute, ich mache das ja selber auch, ich lese sofort durch, ich gucke mir die Videos an, wo Codices diskutiert werden, ich gucke mir die Reviews an, ich gucke mir die Spoiler an. Ich möchte das ja auch wissen und ich habe da ja auch Spaß daran, mir meine Armeen manchmal so ein bisschen optimaler zusammenzustellen, aber habe ich ja auch schon darüber gesprochen, das kann auch Stress sein, dass man irgendwie immer weiß, was man für Optionen alles hat. Und wenn man das nicht weiß, ist das halt eine schöne Sache manchmal, oder zumindest damals war es das einfach. Damals hat man halt mit dem gespielt, was am coolsten war. Kann ich auch heute nur empfehlen, das auch so zu machen. Ja, und der dritte Punkt. Und das ist eigentlich noch so ein komischer Punkt, wenn ich es recht überlege. Und deswegen sage ich, das sind meine persönlichen Nostalgiepunkte. Aber früher hatte ich weniger Geld. Früher konnte ich mir nur sehr eingeschränkt Sachen leisten. Da hatte ich ein festes Budget pro Monat. Und dieses Budget war nicht irgendwie arbiträr gesetzt, wie heute, wenn ich sage, oh, ich gebe nur so und so viel Geld aus pro Monat, aber eigentlich habe ich mehr Geld. Sondern früher hatte ich nur so viel Geld. Sei es jetzt am Anfang das Taschengeld oder von irgendwelchen Nebenjobs, die ich mir mit denen ich mir ein bisschen Geld verdient habe. Ansonsten war halt das Geld, was ich hatte, war das, was ich fürs Hobby ausgeben konnte. Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, ich habe nicht Party gemacht abends, ich habe mein Geld für Tabletop ausgegeben. Aber ich hatte trotzdem sehr wenig zur Verfügung gemessen an dem, was ich heute zur Verfügung habe für das Hobby. Und es hat auch dazu geführt, dass man sich auch einschränken musste irgendwie. Also das hieß eben, dass man nicht irgendwie jede Woche irgendwie neue Sachen zu seiner Armee hinzufügen konnte oder ständig neue Armeen oder neue Systeme ausprobieren konnte, sondern es war einfach, man hatte einfach das, was man hatte und man musste irgendwie lernen, damit umzugehen. Und lustigerweise ist das auch was auch heute gerade kompetitive Spieler gerne mal empfehlen, dass man nicht ständig versucht, seine Armee auszubauen oder eine neue Armee auszubringen, eine neue Liste auszuprobieren, sondern dass man tatsächlich versucht, mal mit dem zu spielen, was man hat, mit dem, was man hat, besser zu werden. Und ich habe damals auch deswegen meine Armee, meine Dark Angels und meine Orks, die ich damals gespielt habe, ich habe die in- und auswendig gekannt. Ich habe ganz genau gewusst, was ich machen muss, um die zum Funktionieren zu bringen.
Und heute, und das ist ein Problem, mit dem ich mich schon oft auseinandersetzen musste, habe ich einfach sehr viel. Ich habe sehr viele Systeme, ich sammle eben auch gern, wisst ihr ja, ihr habt ja meinen Dachboden gesehen. Und ich probiere gerne sehr viel aus und ich bin sehr ungeduldig geworden, was meine Gewohnheiten angeht. Ich habe mich damit arrangiert, ich habe auch deswegen den Channel gestartet, weil ich das nutzen wollte, dass ich eben so bin, wie ich bin. Aber damals war das nicht so. Damals war es dann halt schon was Besonderes, wenn man dann mal eine neue Einheit zur Armee hinzugefügt hat. Aber meistens konnte es dann eher sein, dass ich über mehrere Monate einfach ein und dieselbe Armee immer wieder gespielt habe. Und da haben wir dann eher versucht, Variation reinzubringen, indem wir mal neue Szenarios gespielt haben oder mal mehr Spielerspiele gespielt haben und so weiter. Und ein bisschen Auswahl hatten wir ja meistens bei unseren Armeen. Wir haben nicht immer alles gespielt, was wir hatten, aber wir haben eben versucht, ja, beziehungsweise wir haben nicht versucht, wir waren einfach eingeschränkt in dem, was wir hatten. Das war einfach so, aber das war auch irgendwie gut so damals. Und heute ist es irgendwie anders. Ja, und das waren jetzt mal so beispielhaft drei Punkte, die sich verändert haben im Vergleich zu früher in meinem eigenen Hobbyleben. Ich bin jetzt bewusst nicht auf Sachen eingegangen, die die Hersteller selber geändert haben, weil natürlich gibt es da mega viele Punkte, auf die man eingehen könnte, wie sich zum Beispiel die Art und Weise geändert hat, wie Regeln geschrieben werden. Von eher komplexen, eher realistischeren, manchmal sogar Regeln, auch eher zufälligen Regeln zu sehr gestreamlineden Regeln. Wie sich die Figuren geändert haben, wie sich das Sculpting geändert hat, von handgesculpteten Figuren hin zu digitalen, 3D-gerenderten und teilweise auch schon 3D-gedruckten Figuren. Sogar wie sich die Bemalung geändert hat, wie tatsächlich auch technologische Fortschritte dazu beigetragen haben, dass Figuren heute komplett anders bemalt werden und viel, viel detailreicher bemalt werden können, dass es ganz andere Bemaltechniken gibt, die man benutzen kann, einfach weil sie einem zur Verfügung stehen und so weiter. Aber da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich möchte gern von euch hören, wie ihr das seht. Also was sich für euch geändert hat, was euch fehlt und was euch vielleicht nicht so fehlt. Weil eine Sache muss man schon auch sagen, auch wenn ich früher mehr Zeit hatte, ich glaube, ich habe nie in meinem Leben so viel gespielt wie heute. Einfach auch deswegen, weil ich mehr Kontakt zu Leuten habe, mit denen ich spielen kann. Weil ich diesen Channel habe heute, der mich dazu antreibt, wirklich auch zu spielen, damit ich Videos habe für den Channel. Und da habe ich Spaß dran. Und ich habe mich auch nie so gut und so einfach informieren und vernetzen können zu meinem Hobby. Also das gehört ja auch dazu, auf Facebook, in Foren und so weiter. Es sind ja nicht nur die Strategieguides, die man liest, sondern man vernetzt sich mit anderen Leuten im Tabletop-Network oder in den einzelnen Gruppen zu den Spielen. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange, ich kann direkt in so eine Gruppe reingehen. Ich krieg Tipps, ich krieg Hilfestellung, ich kann diskutieren, ich kann Bilder austauschen, Erfahrungen austauschen. All das konnte ich früher in dem Umfang noch nicht, beziehungsweise da, wo es möglich war, habe ich die Option noch nicht so ausgiebig genutzt. Und dass es auch Vorteile hat, irgendwie mehr verfügbares Einkommen zu haben, ich glaube, da müssen wir nicht wirklich drüber sprechen, oder? Also klar, ich muss mich heute selbst aktiv einschränken in dem, was ich ausgebe für mein Hobby. Aber auf der anderen Seite habe ich eben das Geld, um mir das leisten zu können, was ich wirklich mir leisten will. Und das ist eine schöne Sache und ich weiß das zu schätzen, dass ich das kann und ich mache das gerne irgendwie. Auch wenn mein Geldbeutel manchmal mir was anderes erzählen würde gerne, glaube ich. Und ich glaube, das lässt sich auch so durchziehen. Vieles von dem, was früher selbstverständlich war oder ja, was ich einfach hatte, muss ich mir heute erarbeiten. Und dadurch, dass ich es mir erarbeiten muss oder mir die Zeit zurechtlegen muss, für mein Geld arbeiten muss und auch überlegen muss, was kann ich davon fürs Hobby benutzen und was nicht. Dadurch weiß ich es auch mehr zu schätzen. Ich habe es irgendwie gelernt zu schätzen. Gelernt zu schätzen zu wissen. Ja, ich weiß es zu schätzen. Jetzt habe ich es dreimal gesagt, aber ich meine es auch dreimal. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, wie ihr das seht. Was hat sich für euch verändert? Was hat sich vielleicht nicht verändert? Wie hat es bei euch angefangen? Und wie lebt ihr euer Hobby heute? Das sind die Sachen, die mich interessieren, wo ich auch gern mit euch drüber diskutiere. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Bis bald.